Mit Ihrem Projekt möchten Sie ja die Anonymität der Großstadt ein bisschen aufbrechen. Wie ist denn eigentlich die Idee dazu entstanden? Die Idee ist entstanden, weil mein eigenes Büro in einer riesengroßen Baustelle gefangen ist seit Jahren. Und ich immer oben am Fenster stehe und den Leuten zugeschaut habe, die da unten gearbeitet haben. Und mir ist aufgefallen, dass ich sie sehe. Aber in dem Moment, wo sie hinter ihren eigenen Bauzaun gehen oder vor den eigenen Bauzaun gehen, sie absolut unsichtbar geworden sind. Und wie ist die Idee entstanden, zu sagen, das wird ein Outdoor-Projekt? Ich habe gedacht, wenn ich sie treffen möchte, diese Menschen, dann doch eigentlich dort, wo sie arbeiten, also auf der anderen Seite des Bauzauns. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir alle Augen auf die gleiche Augenhöhe bringen und haben gemerkt, dass wenn man an ein, zwei Bildern vorbeigeht, man spätestens beim dritten stehen bleibt, wenn man angeschaut wird. Und dann guckt man zurück und somit ist die Begegnung entstanden. Wie haben die Menschen denn reagiert auf der anderen Seite des Bauzauns, als sie gesagt haben, ihr möchtet doch mal bitte einmal für das Projekt herhalten? Die haben mich eigentlich alle gefragt, warum sie denn eigentlich überhaupt spannend wären, weil sie sich selbst nicht als spannend empfinden. Aber es haben alle mich mit wahnsinnig offenen Armen empfangen und haben mitgemacht. Manche waren ein bisschen schüchterner vielleicht, aber am Ende haben sich alle gefreut, dass sie auf einmal gesehen wurden.